Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Heydo Cluster HD. Ich bin der Kiba und bin zum ersten Mal auf diesem Kanal als Kommentator vertreten. Und bevor das Video hier beginnt, wollte ich nochmal ganz kurz was zum Gameplay sagen. Und zwar seht ihr im Hintergrund ein 21:0 in Team Doubles auf Haven, erspielt von mir. Der Novus Goten hat mir da auch nochmal kräftig Unterstützung gegeben, deswegen nochmal einen großen Dank an ihn. Und ich wollte heute mit euch um ein Thema reden, was, glaube ich, viele von euch interessiert oder worüber sich viele Gedanken gemacht haben. Und zwar die Erwartungen der Master Chief Collection. Viele sagen ja, dass es eigentlich nicht so gut wird und viele feiern das Ganze auch. Also ich bin der Meinung, dass gerade Halo 2 mit Anniversary eine richtig reinhauen wird, auch im Multiplayer. Ich habe gehört, dass es auch noch ein bisschen casual bleiben wird, wie man das ja auch schon in den ganzen Gameplays gesehen hat. Man hat halt in Halo 2 Anniversary Slayer, so habe ich das mitbekommen, drei vorgegebene Klassen, das kann man sich dann so wie Slayer Pro in Halo 4 vorstellen. Und ja, also ich bin stark davon überzeugt, dass es wieder reinhauen wird und dass es wieder mit MLG verbunden ist. Wenn nicht, dann kann man sich natürlich auch Custom Games aufmachen. Des Weiteren denke ich auch, dass für jedes Halo ein Kinomodus rauskommen wird. Und so wie ich finde, war der Kinomodus in Halo fast immer Pflicht. Leider gab es ja keinen in Halo 2 und in Halo 1, glaube ich, gab es auch keinen. Und ich hoffe, das wird wiederkommen in der Master Chief Collection. Also nicht, was heißt wiederkommen? Ich hoffe, das wird für Halo 1 und für Halo 2 auch in der Master Chief Collection vertreten sein. Weil das dann halt auch einfach alles einfacher ist, Montagen zu machen. Man kann bessere Community-Montagen machen, weil ja nicht jeder ein Aufnahmeprogramm hat. Deswegen denke ich, sollte der Kinomodus doch schon vorhanden sein. Worauf ich auch sehr gespannt bin, ist einfach das mit der Map-Aufteilung im Multiplayer. Wie jeder weiß, ist es ja so, dass im Multiplayer jedes Halo gespielt wird und auch wirklich eigentlich fast jede Map rankommen kann. Das bedeutet, dass man auch zum Beispiel Halo 4 auf Halo 2 Maps oder Halo 4 auf Halo 1 Maps oder Halo 3 auf Halo 4 Maps, und ich frage mich, wie das dann so aussehen wird mit den Sprints, weil man ja, wie man ja weiß, kann man ja in Halo 4 sprinten. Und ich frage mich, wie das dann so aussehen wird, wenn man dann auf zum Beispiel auf Pit spielt und dann sprinten kann, weil das ja auch schon, wie schon in Halo 4 mit dem DLC, hat man ja auch schon gemerkt, dass man auf Pitfall, das ja eine Halo 3 Map ist, mit den Sprints schon, dass es schon ein ganz anderes Spielerlebnis ist als in Halo 3. Und ich bin mal gespannt, ob sie es so machen werden, dass man dann wirklich, wenn man Halo 4 auf einer Halo 3 Map spielt, dass man dann zum Beispiel nicht mehr sprinten kann. Das wäre schon irgendwie ganz geil, stelle ich mir schon ganz gut vor. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch beschränkter wäre. Oder ja, wie soll ich sagen? Also ich stelle mir das schon ein bisschen komisch vor, aber ich hoffe mal, die werden das gut hinbekommen. Und ja. Was ich auch nochmal richtig abnormal geil finde, ist einfach das Kampagnensystem. Und zwar habe ich gehört, dass man, oder ich habe es gesehen, ich habe mir nämlich so einen Livestream angeguckt und da wurde das alles gezeigt. Und zwar kann man in der Kampagne vom ersten Level von Halo 1 bis zum letzten Level von Halo 4 durchgehend spielen. Also man muss nicht eine Kampagne durchspielen und dann die nächste auswählen. Man kann direkt alles auf einmal durchspielen. Das halt auch im Coop und oder alleine, ist scheißegal. Und ich finde das schon richtig, richtig heftig geil, weil es ist einfach eine Sache, die gab es halt noch nie so. Und gerade für Anfänger, die sich so für Halo interessieren, ist es schon eine geile Sache, weil die können sich einfach die ganze Geschichte auf einen Schlag geben, ohne dass sie irgendwie 10 Jahre lang Halo mitgespielt haben. Das ist schon eine gute Sache, finde ich. Und ich glaube, das wird auch richtig viel Spaß machen. Jedenfalls freue ich mich drauf und ich denke mal, das wird auch alles ganz geil laufen. Ach ja, noch nebenbei, das ist eigentlich so wirklich das erste Commentary, was ich so auf YouTube mache. Deswegen nimmt es mir nicht so übel, wenn ich mich vielleicht verspreche oder es nicht so gut ist wie erwartet. Ich habe halt wirklich noch nie so wirklich ein Commentary gemacht. Das ist eigentlich das erste vernünftige Commentary, was ich jemals mache. Und ich wollte auch nochmal den Flash Tigers und dem Venny danken, dass sie das hier hochladen, falls sie es hochgeladen haben. Und mir damit so die Chance geben, mich mal ein bisschen vorzustellen. Weil das heutzutage auch nicht wirklich einfach ist, mit Halo irgendwie Zuschauer zu erreichen. Und ich finde, das ist schon eine ganz geile Sache, was die beiden Jungs machen. Also nochmal Respekt an die beiden und ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Vergesst auf jeden Fall nicht, diesen Channel hier zu abonnieren und lasst eine Bewertung da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Schaut doch mal bei mir auf dem YouTube-Channel vorbei. Ich werde demnächst auch mal guten Halo-Stuff bringen oder auch regelmäßig.
Und ja, ich werde auch in den Kommentaren ein bisschen mitdiskutieren, also lasst auch mal einen Kommentar da. Spiel vorbei. Sieg.